Holzeimer gefunden, ey. Die verkaufe ich jetzt. Mache ich Vermögen mit. Da oben ist wieder so ein Eichhörnchen. Ja, Dorn und so, ne? Ja, bla bla. Ach nein, die konnte man ja nicht mitnehmen, ne? Da oben gab es was zu mitnehmen. Aber das ist wieder so ein Mistvieh. Töten wir das? Das lohnt sich gar nicht. Wächst ja gar nicht nach. Ja, also wie ich sagte, es lohnt sich auf jeden Fall, die Gegner zu töten. Deswegen machen wir es auch gleich mal. Ja, kriegen ganze 90 Erfahrungspunkte und 6 Gold. Und den Stachel. Hat hier nicht jemand gekauft? Ja, richtig. Für ich weiß gar nicht mehr. 10 Gold. Komm, Füchsin, ich mach Hackfleisch aus dir. Oder beißt du mich immer noch? Komm her! Du Kackfuchs! Beiß gerissen! Irgendwas Grünes! Das scheint jetzt zu schmecken! Da ging's da lang? Da ging's an den Sumpf. Das sind auch schön, die Dornen. Und kommen wir jetzt da oben vielleicht zu diesem Kack-Gnom oder was auch immer es war. Respekt verlassen! Da wird auch niemand was vermissen! Stimmt, ne? Hahaha. So, 100 EP, Stufe 7. Rosen hält einen starken Heiltrank, Haus einen Magietrank. Verlassen und leer. Oh, schade. Hätte es sein können, dass es von hinten nochmal irgendwie so packen kann. So, nachdem wir uns Zeug ausgeliehen haben, um unsere Helden auf der Mission fortzuführen, gehen wir nach rechts. Und gehen nicht mal in die Nähe des Berges, wo wir eigentlich hin müssten, um weiterzuspielen. Denn Hauptquests machen stinkt. Hauptquests stinken. Es explodiert und geht unter. Warte, spielst du denn wieder am Kanal rum? Nee, nicht! Was denkst du denn von mir? Ach ja, richtig, das haben wir glaube ich schon mal weg. Mir fällt gerade auf, dieser Baum hat ein Gesicht. Schau, das ist nämlich so! Der Crazy Thorn, das Standbild ist jetzt da, wohin? Das seh ich ein! Ach, das ist ein Standbild. Ja, ja, bla bla. Oh. Ja, bla bla. Was hat er? Ich hatte zu sagen, wo ihn gebetet, dass er dich wohl mit einem zurückführen möge. Die Zeiten scheinen schlimm zu werden. Warum haben wir mir alle so eine tiefe Stimme? Keine Ahnung. Der Ruf flüstert Geist mit klaren Zeichen. Aber was ich lese, ist eindeutig. Gefahr. Toll. Das hätte ich jetzt gar nicht alleine rausgefunden. Aber was sehe ich? Du bist mit einem Anhänger eines gleißenden Bruders unterwegs. Was heißt, er gleiße? Er strahlt. Oder kennst du den Unterschied nicht? Ich kenne ihn nur so gut, Paladin. Halte dich mich nicht für einen tumpen Krieger. Ich habe ein Ohr für Zwischentöne. Ich schulte es vielen eindringlichen Befragungen. Es in vielen. Ich schulte. Ach. Soll ich auch deinen Ton leider kennenlernen? Ihr bringt Rechtsamkeit, aber ich höre noch Herr Schurz. Ach, die göttliche Ordnung, Paladin. Nochmal dasselbe, weil es so interessant war. Bla bla bla. Ja, dein Grinsen, das. Naja. Warum kriege ich diesen Beutel da oben nicht? Das kotzt mich an. Egal, weiter geht's. Wir gehen wieder über die Brücke, wo der Troll war. Ha, der Real Troll, haha. Er lebt auf einer Brücke mit Küken. Was haben wir gelacht? Okay, hier gibt's nichts. Außer Rasse und noch mehr Dornen. Hey. Verdammt. Gut, wo können wir noch hin? Wir können ja noch. Ja, Zyklopenberg ist ganz böse, da wollen wir mal gar nicht hin. Wo wir wohl hin müssen? Doch nicht etwa in diese Tür? Hallo? Liegt das faule Pack etwa noch in den Betten? Die Seele wirkt unnatürlich ruhig. Geradezu ausgestorben! Ach, keine Sorge. Fest verriegelt! Dann knackt das Schloss doch! Die Tür ist verriegelt! Von innen! Ein Schloss hat damit nichts zu tun! Voll aus Ding! Was ist mit dem Fenster da oben?
Was soll mit ihm sein? Es ist hoch! Aber es ist offen! Es wird irgendwie oben kämen! Passt mir durch das enge Ding ja doch nicht durch! Ich lehne immer von dir auf andere! Im Gegensatz zu dir würde ich die Öffnung nicht verkorken! Was soll das Geschwätz? Das Fenster ist viel zu hoch und eine Leiter ist auch nicht da. Toll, ich brauche eine Leiter! Wieso habe ich nie eine Leiter dabei, wenn ich eine brauche? Ja, ich habe eine Eichel gefunden. Hahaha, beugt euch meiner Macht! Ich habe eine Eichel! Ich werf sie an meinen Kopf und dann seid ihr tot! Was ist hier? Holz? Holla! Aha, ich habe eine Kiste gefunden! In Honkirn arbeitet etwas, die letzte Gehirnzelle, die noch lebt. Andere haben Selbstmord begangen. Hahaha. Das ist die traurige Wahrheit. Vielleicht. Na, ja, das Rätsel war jetzt ja mehr als einfach. Hey. Au, da ist der Pik. Pass auf, du Grobian. Je länger ihr streitet, desto länger muss ich unten herumbuchten. Also gebt Ruhe. Ein Weg Urlaub von einem Geknatter wird dir gut tun. Bis bald, ich klettere hinein. Oh, zum Glück achte ich auf meine Figur. So, da haben wir es mal. Ja, ich komme da nicht hin. Würfel. Die Würfel sind schon sein, jetzt sei nicht mal angerührt worden. Ich glaube, es ist. Einmal Gegengift. Schlossen, damit sie den dicken Nachlässigen wieder aufflussen. Das nur hier, bla bla. Was soll das Wurzel mit auf dem Boden? 21 Spitzhackenstiele, 7 kleine Fettläppchen, davon nur 3 ordentlich zusammengefaltet. 5 Behälter mit altem Grubenlampenöl, 1 zerschlissene Lederkutte und das war nur Fach 1. Also ein Schrank für Bergleute! Oh, ich habe ein Goldstück gefunden. Yeah, jetzt mache ich einen drauf, Baby. Ihr habt vorher nicht allzu lange Zeit auf ihm geschlafen. Jemand, der sie nicht aufwäscht. Mir fehlt hier so eine Treppe nach unten. Ihr wisst schon, ne? Ey, Knorke. Na du, du verstehst es, das Holz zu lesen? Ja, nennt sie Papier und Schrift, ne? Ah, oh, du bist eine der Schwester Safauns. Safaun. Schlicht mir das überhaupt so aus? Keine Ahnung. Verzeih, dein Auto ist so kümmerlich, dass ich sie erst gar nicht bemerkt hatte. Etwas für Respekt, bitte. Ich bin mittlerweile eine vollwertige Hexe. Vielleicht kannst du dann hier helfen. Oh, es sind furchtbare Tage gewesen. Was ist passiert? Die Siedlung war bis vor kurzem ein reger, geschäftiger Ort, wo an manchen Tagen schwang mein Holz in Einklang der Hämmer, Rufe und Lieder. Der Platz zwischen den Bäumen war angefüllt mit wuseligem Leben, manchmal irritierend schnell, aber immer interessant. Ja, ja, Bergarbeiter machen also Geräusche. Aber was passierte dann? Wo sind die Leute hin? Die Leute zogen sie immer in den Berg, wie immer in den Berg. Ein Arbeitstag wie jeder andere. Doch etwas rührte sich im Land. Tief drunten, wo sie nicht einmal das schwärzeste Wurzelwerk hinwagt, ballte sich etwas zusammen und es stieg auf. Ein Gespinst aus schmatzenden Fäden drang herauf. Es wallte von den Minen heran und umschloss auch mich. Ein vielarmiger Nebel griff nach mir, kratzte an der Tür, schwappte und zappelte. Ja, und weiter, was war dann? Ich habe mich selbst verriegelt. Du hattest die Ausfall! Freche Göre, sei du einmal tagelang von so etwas widerwärtigem Wald. Mein Holz fühlt sich immer noch besudelt an. Brrr. Und mit einmal zog der Nebel zurück. Es gab die Siedlung frei und Walde wieder in den Berg. Seitdem herrscht hier vor allem eins. Stille. Bist du aber ein Hexenhaus? Ein Hexenhaus? Nein, das nicht. Aber meine Hölzer wurden in den Wald geschlagen, dem eine Hexe umging. Sie war eine starke Präsenz. Das färbt auf das Land ab. Mein Holz wurde aktiver. War ich eigentlich eine Eiche oder eine Linde? Ach, das ist schon eine Weile her. Sie haben so ein Riesenhaus aus einem Baum gebaut? Was zur Hölle sind das für Bäume? Seitdem schlummerte etwas in mir. Und als sie die schrecklichen Dinge ereigneten, bäumte es sich auf. Ich erwachte. Welche Art von Hilfe? Was immer aus dem Berg kam, lauert noch dort. Ich kann spüren, wie es auf dem Land lastet. Und vielleicht gibt es noch Rettung für die verschundenen Bergleute. Einmal noch ihren Gesang hören, ihre Hämmer. Ach. Doch warte. Mir war, als wenn ihr vor einigen Tagen Schritte in den Nachbarhaus gehört hätte. Vielleicht sind einige der Menschen entkommen. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Das Land umrankt uns und stellt vielerlei Verbindungen her. Suche das Astloch und du gelangst ins Haus. Ein Astloch? Das ist schnell gefunden. Aber das kannst du auch mal eine Sperrung von dir vor Haus nehmen. Oh, natürlich. Danke. Und als nächstes gucke ich mir mal die Berghänger an. Das ist so ängstlich. Du willst in den Berg, in die Mine. Oh. Hey, warte, was ist denn zurück? Ich habe noch Fragen.
Hallo? Wie habe ich irgendwas mit der Last noch erfahren? Herr Stumm, was ist wohl hat? Nee. Bitte. Zwei gleich. Aber hey, wir haben das hier. Und ich bin vergiftet. Da freue ich mich aber. Wie oft ist man schon mal vergiftet, ne? In einem Rollenspiel. Ha! Andauernd. Was? Jetzt schlafe ich auch noch. Ja, toll. Und ich muss husten die ganze Zeit zum Kotzen. Ich hasse diese Stimmen. Was ist hier drin? Alles Mehl. Ja. Das ist, was man jetzt Pace so professionell macht. Die Tatsache, dass ich mein Mikrofon nie ausmache. Und dann ist die Tür entriegelt. Halt, halt, halt! Mach die Tür noch nicht auf! Was sagst du? Warte, ich komme raus! Das hast du mit Absicht gemacht! Jeder Mann bei Front wäre doch längst wieder runtergeklettert. Was hat denn noch rumgeangelt? Das länge nicht ab, Weib! Sie hat schon längst eine Züchtigung verdient, Erwälder. Ihre Frechheit besudeln den gesamten heiligen Zug. Er hat mir schon eure Edelsteine schon anstecken lassen! Schluss damit! Lässt es dir also wieder einmal gefallen? Hör gar nicht auf den! Ja, jetzt lassen wir erstmal rein in das Haus, ne? Hier ist bestimmt noch was. Staubig an Mehl. Aber will ich nicht meine Dicke naschen? Na, das ist doch! Das habe ich gehört! Das Prädikat schmuddeligste Ecke geht an, oben links. Bäh. Was haben die alle für so Spinnenweben? Schaufelkörper. Der Spaten zerfällt. Der muss nur in dieses Fall des gefährlich worden sein. Brauchst du scheiße auf zu Feinstaub? Diese Geräte sind selbst in deinem neuen Zustand äußerst fragliche Gebilde. Hey, einer geht noch, hey. Ganz schön voller Spinnenweben. Du bist einfach da an einem Spinnenbein. Ich könnte es doch mal lesen, warte mal. Was steht da? Ich könnte erst mal lesen, was drauf steht. Zwischen den Netzen findet sich nicht einmal mehr ein winziges Spinnenball. In dem wilden Wagen wurde man die offenbar fertig. Nehme ich mit, verkäffe ich. Geht nicht, ne? Ja, ja, gut. Hier ist wohl nichts Neues mehr. Was fummelst du da an der Wand herum? Was kümmert jetzt dich? So, eine Kiste zum Öffnen. Du hast ohne meine Hilfe wohl nicht aufbekommen, Küken! Es war so klar, dass du das sagst! Ach, ich bin so super. Ah, ja, ja, bla, bla. Ach, komm! Ich verklemm sie noch, ich sehe es kommen. Warum ist der rechte jetzt so langsam? Weil das kann. 100 EP, einmal Gegengift, zweimal Eisenerz. Bringt mir das was? Kannst du es verkaufen, Baby? Waschzuber. Was ist denn das? Das, unwissender Spatz, ist natürlich Bergmanns Dings, um Bergleute Dinge zu verrichten. Ach so, du weißt es auch nicht. Vor lauter Hüpfer! An diesem Stamm geht irgendwas nicht mit rechten Ding zu. Er ist viel zu dick für den Stumpf. Er ist ein güldenlässliche Ungeheuerlichkeit. Lass ihn uns verbrennen. Wie geil. Jokin, du sag bloß, du weißt nicht einmal, was Quellholz ist. Quell was? Quellholz, wenn es fällt, wird es größer. Was glaubst du denn, warum das Holz dieser Welt für so viele Bauten reicht? Du veralberst mich doch. Können diese Augen lügen? Und geschlossene Augen, ne? Ja, das ist eventuell sogenanntes Quellholz. Ja, eventuell. Mach mal kaputt. Ui, wenn das Ganze genau guckt, sieht man sogar eine kleine Kerbe im Holz. Wie ich das hasse, wenn jemand festes Holz verwendet. Ja, ist doch mal dasselbe. Oh, das sind noch Büsche. Büsche, yeah. Und Geld, Geld. Und ein Astloch. Seht doch dieses auffällige Astloch. Auffällig, wenn du mich gesagt hättest. Ja, natürlich. Astloch. Kein Grund, ein Gewesen zu machen. Jeder Abenteuer zieht das doch sofort.
Leer! So sehe ich auf Taste! Ich hatte mir das ja gleich gedacht! Darum habe ich... Was ist das? Fühlt sich fast wie ein Hebel? Fast an wie ein Hebel. Na du, das klang, ob sie etwas entwickelt hätte. Ich glaube, ich spreche nicht tief genug. Ich muss tiefer gehen. Tiefer! Hey, da lebt doch einer. Laufzeit diese Gemälde versehen. So aus, als hätte jemand den Krug hektisch durchsucht und dabei zerstört. Schrank enthält reichlich Teller, Becher, auch Töpfe, aber nichts, was man drauf legen oder hineinfüllen könnte. Fast einmal diese Krüge stehen oft vor den Häusern und fangen Regenwasser ein. Der hier steht aber an falscher Stelle und ist folglich leer. Schon mehrere teils zerbrochene, teils leere Flaschen, unter anderem eine mit Aufschrift Rattengift. Es ist glühend. Die Korbränder wirken, als wären sie angenagt worden. Häng noch weiter da oben rum! Nutz das Ding! Ich sehe es kommen, wir werden ein Seil benötigen. Hier! Er ist tot! Bist du sicher? Ja! Was sagst du denn? Was mit dem Seil? Ja, naja, gar nichts. Da klebt Tinte am Umhang. Hat er was von seinem Tod geschrieben? Ein Pergament? Sagt, dass ich ein Mäschen... Sagt, dass ich ein Näschen habe. Was? Näschen? Ach, verdammt. Was steht drin? Lies es doch vor, wenn du kannst. Ruhe! Ich muss mich konzentrieren! Der Nebel hat sie alle verschluckt. Wir rannten, hetzten durch die Stollen. Aber einer nach dem anderen wurde von den wallenden Massen umhüllt und verschwand. Ich alleine kam aus der Mine und verschloss sie. Aber das harte Holz des Tores hatte zu viele Ritzen. Der Nebel drang hindurch. Tasten griffen seine Arme ins Freie aus. Konnte er sehen? Oder roch er mich? Ich rannte ins Haus und verriegelte die Tür. Bin ich in Sicherheit? Der Nebel umschließt doch immer meine Zuflucht. Seine kalten Arme sind irgendwie körperlich. Ich kann ihre Kratzer an den Stämmen hören. Wie lange noch? Reichen die Vorräte? Ist alles fort. Kein Krümel mehr da. Vor allem Wasser fehlt. Ich mache Feuer gegen die Kälte des Nebels, aber nichts gegen den Durst. Durst kann nicht mehr lange. Der Kopf nur noch schwer. Alles schwach. Ist da ein Lachen im Nebel? Muss trinken. Zu viele Tage unter Wasser. Vielleicht die Tinte. Hier bricht es ab! So zum Mitten muss schrecklich sein. Ganz allein. Verdursten. Und um eine herum etwas Schreckliches. Der Nebel ist einfach so wieder verschwunden. Was ging da vor? Dieser Nebel! Da kommen ein paar unangenehme Erinnerungen wieder hoch! Kann ich ihn mitnehmen? Nein. Ein toter, nur permanentloser Mann. So, damit bleibt ja nur noch die Tür. Oder ist da oben noch was? Nein. Geht's oben lang? Nein, kein Teleporter. Wäre auch zu einfach gewesen, da oben noch was hinzubauen, und ich glaube, ich spiele schon wieder ein bisschen länger. Aber egal. Die Falle wirkt etwas tückisch. Luft anhalten, Zittern einstellen. Ach, die Falle, die... Das ist doch eindeutig die da. Habe ich vorher gespeichert? Was? Ich hab doch... Zieht es viel ab? Wow! Doch recht viel, möchte ich sagen. Weil ihr natürlich die Frage stellt... Woher kommen die Kacksteine die ganze Zeit? Aha! 150 EP, keine Ahnung... So. Alle Werkzeuge für Filigranarbeiten. Holz scheint stabil genug zu sein, selbst einen Stollengang abstützen zu können. Ja, das zerfällt mir wieder. Dass mit manchen Exemplaren überhaupt ein fertiges Loch ausleben kann, bevor sie sich auflösen. Ein ganzer Sack voller Fußnägel. Lass mich raten, die Bergleute hausten hier ohne ihre Frauen. Oh, noch ein Spaten, yeah. Ja, ja, stabil genug für einen. Okay, was ist das? Inhalt ist etwas abgestanden, aber ein Wasser bleibt ein Wassereimer. Natürlich nimmt Gim so wie mit. Was sonst? Nein, warum auch? Mit einem Schürhaken aus dem erkalteten Kamin. Der Ofen ist aus. Das ist eine eigene Form von Schönheit. Herunter mit dem Webwerk der Schattenwesen. Ja, das ist alles, was der Nächste hier, glaub ich, nicht dulden mag. Es ist so typisch.
Du weißt wieder, wie wenig du uns kennst. Als ob Zerreißen typisch uns wäre. Die traditionelle Reinigungsmethode ist natürlich die Fackel. Ja, yeah, heizt nochmal ordentlich ein. Der Ofen brennt und... Wir haben Rauch. Das bringt uns jetzt genau was? Nichts. Herzlichen Glückwunsch, du hast nichts erreicht. Freu dich. Hey. Macht das Wasser irgendwas? Weil ja nur keiner zu sehen ist, weil alle vergiftet wurden. Wieso sagst du das, nachdem ich getrunken habe? Vielleicht können wir bald eine Erfahrung teilen. Ha, bisschen Wasser. Gift kann mich doch nicht stoppen. Oh, das nenne ich mal eine große Minentür. Fest, stabil, zu! Platz da, es ist Zeit für die grobe Axt! Die Spanne steht wohl nur noch, weil sie so beeindruckt ist, dass sie vergessen hat, wegzulaufen. Auf der Beben, Grischabel! Hast du keinen Zauber, der hier wirkt? Gib gut Acht! Ein Wunder, dass ich mich noch rühren kann! Ich müsste jetzt auch starr vor Beeindruckung sein! Die blöde Sperre, sie bildet uns sowieso nicht wert! Ich spüre eine Macht im Inneren dieses Felsens. Kannst du es auch wahrnehmen? Worüber redet ihr? Aber verstehst du hier doch nichts? Auf irgendeine Art kriegen wir die dumme Sperre nicht aus dem Weg! Ja, genau. Ich glaube, wir brauchen da was. Du glitzerst da so schön rum. Wir schön, wenn das was. Jetzt ganz vorsichtig. Einmal Knallerz. Boah, ist das Ding groß. Ich kann da durchlaufen. Hey, tanzt Limbo. Yeah, wir tanzen Limbo. So. Und jetzt Sesam, öffne dich. Na, ungesicht lang. War doch ganz einfach. Das war auch ganz schön stark nach. Das ist gar nichts besonders gefallen. Der Nebel, er trinkt aus der Höhle. Der Esel, wie kann man so ein Tor springen, in dem so etwas lauert? Lass mal Sekunde! Wo ist deine angeblich Hexenahnung geblieben? Ihn nachholen kann ich auch! Junge, was hast du vor? Ach, lass ihn! Er ist groß und muss wissen, was er tut! Dunkel und unrein ist dieser Ort. Ja! Was lässt sich eben so gut von hier aus beurteilen? Schweigt, seht und begreift. Hell, strahlend und hart ist das Licht. Das Dunkel hat allen Grund, den Güldenen zu fürchten. Das Dunkel ist stark in dieser Stätte, aber vorerst ist es geschwächt. Weil du einen Hammer in der Luft hältst. Ich habe ein Ohr für Zwischentöne! Geschwächt heißt was anderes als weg! Der Nebel ist immer noch da! Na, dann war das eben ja keine große Leistung. Viel Gefunkel, viel Angeberei, aber nichts dahinter. Der Nebel lauert, ich spüre ihn deutlich hinter diesen Felsen. Aber ich habe ihn geschwächt, er hat sich in den vergangenen Tagen weit vorgewagt, auch ins Licht. Nun muss er neue, dunkle Kräfte sammeln, beobachten kann er uns noch, aber mehr nicht, vorerst. Das heißt, je länger wir herumstehen und schwatzen, desto stärker wird er neben wieder. Dann trödel nicht, ab in die Mine. Und du bist ganz sicher, Brunn, dass der Nebel geschwächt ist? Ja? Na, wie gut, dass dir dein Wort genügt! Ein leerer Lore? Ja, Feuerbeeren. Kein fettes Fleisch mehr auf den Knochen! Und trotzdem wirkt das Schädel alles andere als alt! Oh. Okay, ich würde sagen, wir legen nochmal die Sichel an. Nicht mehr wert! Das rote Ding taugt nichts mehr! Finde ich es nicht auch komisch, dass die Bergleute die Hacke dann nicht einfach weggeworfen haben? Trotzdem liegt sie immer noch in der Mine! Vielleicht war sie auch intakt, bevor der Nebel sie umschloss. Da lass mir ja nicht zu Boden fallen! Und wir bleiben lieber nicht so lange auf einer Stelle stehen! Gut. Wir schauen nochmal in die Höhle. Das Tanzen fahles Gebein. Okay. Und nochmal da lang. Kommt er wieder?
Gut, was auch immer hier Schönes auf uns wartet. Ich würde sagen, ich speichere an der Stelle erstmal. Und hör auf für heute. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Ja, 1200, da können wir uns bald mal richtige Ausrüstung kaufen. Nein. Ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Wolfenhain. Ich sag auf Wiedersehen.